Jawohl, mal hoffen, dass es jetzt funktioniert. Ich habe das Video jetzt hochgeladen und habe noch schnell eine Pizza gegessen. Ja. Hoffen, dass es funktioniert, beides, die Verbindung und das Video. Das wäre super für mich und auch für euch. Das ist wirklich so laut gerade. Wenn ja, tut es mir leid. Ich habe jetzt auch keine Lust, da so zu stellen. Ich habe mich mal ein bisschen auf der YouTube-Startseite umgesehen. Da wird ja mal angezeigt, was gerade so in Anführungsstrichen Trend ist, was die Lemminge alles so anklicken. Ja, und da fiel mir irgendwas auf. Irgendwie jetzt die Leute ständig zeigen, ja, ich habe mir jetzt diesen geilen Porsche gekauft, diesen Audi R8 oder und so eine Scheiße. Und dann steht immer, ich bedanke mich bei dem Sponsor, anstatt sich bei den Leuten zu bedanken, die einem das erstmal ermöglicht haben, dass man so erfolgreich ist, anstatt wie bei diesem Konkräftor oder wie auch heißt, mit Absicht falsch ausgesprochen, steht ja in der Beschreibung, ich klicke auf solche Videos ja nicht, ich kann ja mal so ein Stück in die Beschreibung gucken und dann steht da, ich bedanke mich für alles, Porsche. Aber nicht in der Beschreibung sich bei den eigenen Leuten bedanken, die dafür gesorgt haben, dass die Leute die einen dieses Auto erst ermöglicht haben, so wollte ich das sagen. Also, ich finde, man sollte sich zuerst bei den Zuschauern bedanken, bevor man sich bei dem Sponsor bedankt. Das ist halt, glaube ich, ein Stück besser, aber das kommt auch meiner Meinung nach ein bisschen besser an. Und wenn man sich bei seinen Zuschauern bedankt, anstatt gleich bei Porsche, das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, würde ich jetzt sagen. Na, den stauben wir mal ab. Na, da müssen wir auf 350 Meter rankommen. Gott, ich habe mich gerade so oft versprochen, das ist schon peinlich. Ja. Und ja, er bekommt ja trotzdem seinen Schaden durch den Splash Damage. Das ist ziemlich cool. Und die Orkan ist einfach so unfassbar stark. Die muss wie die Tulumbas einfach genervt werden. Das geht nicht anders. Es ist okay, dass es eine Goldwaffe ist, aber so extrem stark muss sie jetzt auch nicht sein. Finde ich, das ist jetzt aber auch nur meine Meinung. Es gibt Leute, die sehen das wahrscheinlich sowieso anders, wie immer. Aber egal. Ja, wie ich hier einfach alles wegrasiere, das ist so schlimm. Also die Magnum sind auch ziemlich stark. Aber das habe ich ja schon mal gesagt. So. Und gerade jetzt fahre ich mein scheiß Schild runter. So, dann fahre ich wieder den Schild hoch und an sich kann ich auch noch ein Stück vorrücken. Damit er Schaden bekommt. Aber er hat auch ein Schild. Handelt sich ja dabei auch um einen anderen Rhino. Ja, Doom ist jetzt raus. Finde ich ganz okay. Ja, okay, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann mir Schöneres vorstellen. Es ist halt Retro, aber irgendwie, ich weiß nicht. Es ist für mich einfach zu, ich weiß nicht, Serious Sam kann das Ganze einfach besser. Dieses hirnlose Geballer einfach draufhalten und aber jeder wie er es mag. Es gibt ja auch Leute, die verteidigen das Spiel bis aufs Blut. Da muss man auch gar nichts, keine Gegenargumente bringen, weil die bringen sowieso nichts. Weil wenn die Leute so im Fanboy-Tum sind, dann bringen auch keine Argumente was.
Leider, leider, leider. Und das haben wir gewonnen. Das ist doch schön zu sehen. Haben wahrscheinlich wieder absolut kein Damage gemacht. Der Typ mit seinen Orkans hat wahrscheinlich den meisten Schaden gemacht. Mal gucken. Ja, natürlich. Ich bin nicht letzter insgesamt, aber der letzte im Team. Nicht gut. Sind wahrscheinlich sowieso wieder, ja, Level 30er. Ich will gar nicht wissen, wie viel die schon gespielt haben. Das ist wahrscheinlich schon wieder übertrieben. Viel. Ja. Ich habe 898.000 Credits. Das ist doch fein. Und es geht weiter. Schön. Zweiter Kampf. Auf der Karte. Na, ist okay. Hier kann ich auch mal den Rhino richtig. Rhino. Ich meine natürlich den Leo richtig einsetzen. Ja, ja, ja. Der Rhino ist eigentlich ganz hübsch. Ich finde die Beinebrust super hässlich. Also, das sind einfach nur Klötze. Hätte man ein bisschen überarbeiten können. Und ich finde den. Geh doch weg. Also, ich finde auch den Rhino nicht overpowered. Ich finde hier den Griffin weitaus stärker. Aber da hatte ich mich ja, glaube ich, schon im Part 29 oder 30 zu geäußert oder so. Jetzt sind wir hoffentlich bei Part 32 und nicht bei 31,52. Das wäre natürlich ärgerlich. Das will ich nämlich nicht haben. Also was ich auch noch ändern würde, das wäre, dass man sich halt, habe ich glaube ich schon mal gesagt, nicht mehr, dass man sich so 360 Grad drehen kann. Das sollten nur die Vierbeiner besitzen, um sie nochmal ein bisschen besonders zu machen. Naja, jetzt haut er wieder ab. Soll mir egal sein, interessiert mich nicht. Ich will den Punkt da hinten einnehmen. Obwohl das. Obwohl, ist das eine gute Idee oder. Sehe ich ihn? Jein. Muss man einen Überblick verschaffen, die sind alle da. Der bringt nichts, Kollege. Solange ich ein Schild benutze, bringt das dir überhaupt nichts, wenn du auf mich schießt. Und so, und ja. Du kannst ja auch mal versuchen. Ja, hab ihn ein bisschen getroffen. Hat jetzt minimalsten Schaden gemacht. Die Feuerkraft hätte man, glaube ich, eher irgendwo anders gebrauchen können. Dann fahren wir wieder den Schild hoch. Natürlich schieße ich in die Wand, war ja klar. Damit ist der Stalker auch gleich Geschichte. Ich hasse den Stalker immer noch. Aber obwohl man ihn relativ einfach aus dem Spiel rausnehmen kann, wenn er nicht sein. Irgendwie doch nicht ins Bild. Okay, der ist weg. Kommt wahrscheinlich sowieso gleich wieder. Und. Tschüss. Habe ich sogar bekommen. Jetzt kann ich wieder den Schild hochfahren. Und den nächsten Abschuss. Ist doch cool. Ich mag Abschüsse. Die bringen Kohle. Hoffe ich zumindest. Ist wieder der Griffin. Ja, der ist wahrscheinlich wieder so einer, der sich unverwundbar gemacht hat. So ein richtig schönes Stück Scheiße. Kann ich jetzt auch wieder den Schild hochfahren. Und er nimmt schön fleißig weiter Schaden. Obwohl, er trifft meine Beine. Dadurch nehme ich auch ein bisschen Schaden. Und mein dritter Abschuss für heute. Das. Na okay, in diesem Match. Nicht für heute, sondern in diesem Match. Ist doch ganz cool. Ja, und er ist ja unverwundbar. Ja. So weit es geht. Ja, jetzt habe ich leider geschossen. Der hat die Zeus. Jetzt beweg dich doch. Nein, ich bin tot. Ah, mein Pilot wurde noch zum Glück rechtzeitig rausgeschossen, wie immer. Damit habe ich das Ganze auch wieder irgendwie überlebt. In meinem Mac. Und jetzt bin ich im Leo drin und ich errede wieder ein Bullshit, der unfassbar ist. Aber ich habe 4 Abschüsse bis jetzt. Das kann sich sehen lassen, sonst habe ich weitaus weniger.
glaube, ich werde den Part auch gleich hinten dran mit hochladen. Dann habt ihr auch was. Aber mit Werbung diesmal. Ich will ja auch mein Geld ein bisschen dran verdienen. Ja, weil sowas fühlt sich der Leo mit der Ausrüstung noch wohl. Ah, das tut weh, oder? Ah, leider kein Abschluss für mich. Sehr schade. Und hier wünsche ich mir doch irgendwas, das den Leo besonders macht. Er hat halt nichts, was ihn auszeichnet. Und mein fünfter Abschluss, er hat halt nur diese hohe HP-Zahl und die bringt einen quasi nicht wirklich was. Na, bekomme ich den? Nein! Dann halt du. Dich will ich haben. Nein, schon wieder geklaut. Ich habe nur noch 6300 HP. Das ist nicht viel. Das ist eigentlich nichts. Schaden müssen wir eigentlich genug gemacht haben. Betonung liegt auf müssten. Aber ich sollte jetzt auch wieder in den Mac wechseln. Dann ab in den Fujin. Mal hoffen, das wird diesmal was. Ach ja, durch den Fujin-Schild kann man jetzt durchschießen. Oder allgemein durch Schilde, also durch Verbündete. Das ist ziemlich cool. Es ist auch eine wirklich sinnvolle Änderung, die sie jetzt eingeführt haben, denn das war immer ziemlich nervig, wenn vor allem so ein Carnage vor dir, ein freundlicher Carnage, also einer deiner Verbündeten vor dir rumgedackelt ist und du halt alles raushaust und es nur den Schild trifft und gar nichts bewirkt. Ziemlich nervig. Schön, dass sie da eine Änderung eingeführt haben. Habe ich gegen den Fandubs nicht auch schon im letzten Match gespielt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann natürlich sein, aber ich glaube es eher weniger. Was haben wir denn da? Was ich sehr schön finde, sind hier die Laufanimationen des Fujin. Sind wirklich toll gemacht. Auch wie er sich hochkraxelt und ich mag Vierbeiner sowieso. Wie schon gesagt, wer meine Armored Core Videos kennt, der weiß, dass ich gerne Vierbeiner benutze. Ja. Das war nichts. Wir sollten trotzdem den anderen Kram einnehmen. Weil wenn wir nichts einnehmen, dann können wir auch nichts reißen hier. Ah, du hast eine Tulumba. Ich muss das hinten einnehmen. Das ist lebensnotwendig, damit wir gewinnen. Ah, er hat ja natürlich jetzt hier diesen kleinen, nervigen Kollegen. Der auch jetzt Geschichte ist. Und wenn ich jetzt zwei Matches gewinne, das wäre ziemlich cool. Ja, dann kann ich jetzt auch mal schießen. Hui! Jetzt wieder 20 Sekunden Nachladezeit. Schön. Haben wir das wirklich gewonnen? Ja, cool. Zwei Matches gewonnen heute. Eigentlich sogar mehr. Ich habe eigentlich fast nur meine Gefechte gewonnen. Lohnt sich doch. Fünf Abschüsse haben wir gemacht. Das ist doch mega. Wahrscheinlich. Und den meisten Schaden. Das kann sich doch sehen lassen. Egal. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Wir haben jetzt 1,1 Millionen Credits. Und damit sage ich auch wieder Tschüss.